So Leute, das ist jetzt unser Powersaft heute. Genau. Und zwar am Königssee. Und den trinken wir gerade jetzt auf dem Steig zur Wasseralm. Schmeckt wie Mandelmilch oder sowas in der Art. Und jetzt schmeckst du? So, ja, zeig mal, was du da jetzt trinkst. Also das ist heute unser sogenanntes Bergsteiger-Frühstück-Mittagessen. Das ist nämlich heute über dem Oberer See losgegangen. Um 3 Uhr nachmittags? Genau, wir haben da geschlafen. Wir haben ja jetzt hier 20 Kilo Rucksäcke dabei. Und es war hervorragend, traumhaft haben wir da geschlafen mit Mond und, warte mal, und einen Schluck Wasser. Und lecker. Schmeckt gut. Ich habe es auch getrunken. Es ist gut. Es gibt den totalen Power, Leute. Wenn ich morgens schon den Grassaft trinke, dann bin ich voller Power. Und wenn ich morgens irgendwas anderes mache, dann habe ich nicht so viel Power. Deswegen, Prost, Leute. Prost. Das gibt Power und Kraft. Deswegen können wir uns unsere 20 Kilo Rucksäcke hochschleppen, jeder so einzeln. Wenn jemand wissen will, wie man diesen Grassaft macht, weil den könnt ihr nirgendwo kaufen. Kaufen könnt ihr euch den Weizengrassaft und sowas alles, Gerstengrassaft. Ich finde diesen Grassaft vom Süßgras, was ihr überall auf den Wiesen finden könnt. Und dieses Gras könnt ihr erkennen, dass das Blatt eben den Halm umschließt. Wenn man an ihm zupft, sieht man das. Und das ist auch so Verbindungsteile hat, wie beim Finger, die Knochen zum Beispiel. Daran erkennt man Knuppeln. Ja, und das tut ihr euch in die Moulinette rein, falls ihr diesen Tau-Power-Mixer nicht habt. Und macht da mal wüt einmal. Anschließend in den Becher mit dem Zauberstab nochmal mit Wasser drin, voll durchmanschen. Und ihr habt dann mit dem Sieb das rauslassen. Und dann habt ihr diesen tollen. Also Leute, das, was ihr hier seht, wenn man es mal sieht, ist die Kuh, die hier direkt meint, da sieht man sie. Jo, lustig. Ist hier direkt, ja genau, hat unseren Salat, den wir hier gemacht haben aus Kräutern nämlich, eine ganz lange Zunge und riesengroße Augen gemacht und hier überlegt, ob sie auf die Plane kommen soll. Jetzt macht sie sich über den Rucksack von der Froni her. Die wird ordentlich berochen. Wir haben halt ganz viel Kräuter dabei. Die Katzen schnuppern die. Habe ich gestern schon gesammelt, und zwar Beinwell, wenn ihr es genau wissen wollt. Storchenschnabel, also Rupprechtskraut. Was habe ich noch gesammelt? Oh. Leute, ich weiß es nicht mehr genau. Ah doch, ja, jede Menge Giersch. Giersch war drin. Also das, was ihr da hört, ist immer noch die Kuh, die schnaubt.
Und sie macht wieder ihren Hals recht lang. Ja, wie ihr seht, hier guckt, genau. Ja. Aber ehrlich, ist ganz lieb alles hier. Ganz, ganz liebe Kuh, gell? Die Geräusche immer. Ja, das musst du jetzt austrinken. Hast du es ausgetrunken? Ja, denkst du. Die Kuh steht da, ob sie noch was kriegt. Nee. Das, was da wie ein Berg aussieht, ist leider der Kopf von der Kuh, Leute. Styropor, was hast du jetzt in deiner Decke versteckt? Ja. Ja, da. Damit die Kuh das nicht holt. Ja. Die Kuh und die Kuh. Na, ich esse nichts mehr. Ja, ich vielleicht. Also, ja, du kannst ja dann ein Stück haben. Ja, du, die meint, sie muss dich jetzt hier hinstellen, die ganze Nacht. Das ist unglaublich. Kommt die andere auch noch. Morgen sind wir dann umringt von Kühen. Jetzt kommt noch eine, oder wie? Nee. Hier wieder. Also wir haben jetzt hier zwei Kühe um uns rumstehen. Die sind, also wenn man da so da liegt. Hätten wir eigentlich letztes Mal drauf kommen können, ne? Nachdem die uns ja dauernd hinterher rennen, die Kühe. Dass die als erstes hierher kommen, das hätte man ja überlegen können. Ja, wegen mir halt. Ich, ja, letztes Mal sind sie ja zu mir auch gerannt. Mhm. Oh Gott, nein. Bitte nicht streiten. Oh. Tschüss. Ja, jetzt ist die kleinere, ne? Oder? Ja, das ist schon ein bisschen kleiner. Wir wollten sich jetzt balgen, wer näher bei uns sein darf. Oh. Nee, Leute, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es ist wirklich nicht so schön voll. Ein bisschen vielleicht, aber nicht so schön. Also das sieht wirklich sehr interessant aus, wenn sie die sich da vor uns aufbauen. So, ich mach mal aus. Frischer Grassaft von der Regina kreiert mit Wasser und frischem Gras. Schmeckt fantastisch. Fast so mild wie Milch. Also wirklich, jetzt ohne Schmarrn. Und ist jetzt von gestern. Milch so aber vergoren. Lecker. Also mal innerlich und äußerlich, gell? Bis jetzt habe ich ja immer geholfen. Ne? Jetzt überlege ich mal, ob wir... ja, also wer hilft jetzt wem zuerst mit seinem Rucksack aufsetzen? Das mache ich jetzt alleine. Denkst was? Du, ey. Wir haben jetzt gerade Powersaft. Rudi, der ist gut. Wenn er rot ist, der Punkt. Ja, ist. Also Leute, ehrlich, das ist mein Lieblingsgetränk. Den
habe ich gestern gemacht. Grassaft, weil wir sind nämlich in die Berge gegangen. Und der schmeckt so lecker. Wirklich. Also seitdem ich diesen Saft kenne, seitdem, oder überhaupt die Methode, dass man mit Gras eben diesen tollen Saft machen kann, seitdem mag ich gar nichts anderes mehr trinken, weil die Power, die da rauskommt und wie das schmeckt, Leute. Echt. Soll ich dir jetzt helfen, schnell? Und du Quatsch. Mir dann? Quatsch, ich habe jetzt Powersaft getrunken. Brauchst du deine Hilfe nehmen, ey Mann, die sind mit links. Oh, Ja, Leute, ihr müsst wissen, wir haben beide Frozen Shoulder, also Kalkschulter. Aber wir haben jetzt gesagt, wir hören auf mit Kalkschulter. Wir haben ins Gras aufgedrungen und die Tour gemacht. Willen haben wir hier. Genau, also 20 Kilo Rucksack, ich habe auch einen. Leute, das ist eine Leistung, ne? So, also okay, ich mach jetzt mach's jetzt auch alleine, oder? Ich mach das jetzt auch alleine, ja. So, warte mal. Zeig mal. Okay. Ja. Zeig mal, wie du den hiefst mit links. Na. Warte mal, ich bin irgendwie. Oh, boah. Bin ich nicht doch.